Hallihallo, ihr Lieben. Corona überstanden. Und ja, es ist der Wahnsinn, immer noch kein. Aber er kommt, der wird sie. Langsam, aber sicher kommt er. Ja, was sagt ihr zu Habeck, ne? Unser Wirtschaftsminister, das ist schon ein. Der ist schon lustig, ne? Der Wirtschaftsminister. Ist schon ein lustiger Kerl. Ja, ne? Das ist. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, nee, eine Insolvenzwelle wird es nicht geben. Die Geschäfte machen dann einfach zu. Ja, nee, also Einzelhändler, die einfach zumachen, das ist einfach nur eine verschleppte Insolvenz. Wenn ein Einzelhändler einfach zumacht, dann sagt er sich, das lohnt sich nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, also das Problem mit Herrn Habeck ist, dass er wirklich nicht weiß, wovon er redet. Aber das ist nicht schlimm. Er ist ja auch kein Fachmann. Das muss man ja dabei sagen. Gut, er könnte sich natürlich bei Fachleuten darüber informieren, wie das funktioniert. Muss er aber nicht. Das muss er nicht. Und da muss man ja auch aufpassen. Es gibt ja sogenannte Fachleute wie den Top-Ökonomen des DIW, ne, Deutschen Industrie- und Wirtschaftsverband, diese Superhelden, der Top-Ökonom, der sagt, nee, der Herr Habeck hat vollkommen recht. Ja, ist klar. Wenn ein Einzelhändler zumacht und nicht sofort eine Insolvenz anmeldet, ist er ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht insolvent. Ich meine, das ist schon klar. Wenn man natürlich solche Leute hat als Berater, tja, was soll man denn dann machen? Ne? Da kann man ja nichts machen. Das ist, was soll der arme Herr Habeck da machen? Das ist ja. Das ist einfach so, wer sich mit Idioten umgibt, da kann man ja nichts. Und man muss sich, also ehrlich, was wirklich peinlich ist, wenn schon so eine Journalistin wie die Frau Maischberger einem erklären muss, wie eine Insolvenz funktioniert oder was das überhaupt ist. Also spätestens dann würde ich mal sagen, da läuft doch was schief bei mir. Ne? Denn also, die hat ja noch ihr Knöpfchen im Ohr. Ne? Die kriegt ja noch von der Redaktion, kriegt ja noch gesagt, eigentlich, was sie sagen soll. Ne, das ist ja noch niemals auf ihrem Mist gewachsen. Und wie gesagt, wenn sowas kommt, da würde ich sagen, das ist nicht so gut. Das ist jetzt nicht so. Ne? Ob eine Insolvenzwelle kommt, wer kann das schon sagen? Dass diese Regierung nicht in der Lage ist, einfach die Energiepreise festzuschreiben, ist klar. Dafür müssten sie Eier in der Hose haben und das haben sie nicht. Der arme Herr Scholz, das muss man ja wirklich sagen, der Bundeskanzler, der kämpft ja an allen Fronten mittlerweile. Der kämpft ja in der Ukraine quasi, dem Ukraine-Krieg, da kämpft er gegen die Journalisten und er kämpft ja auch noch gegen die eigene Partei, die ja immer noch nicht begriffen hat, was eigentlich eine Sozialdemokratie ist. Die glauben ja immer noch, sie wären Sozialisten. Nee, ihr seid keine Sozialisten von der SPD. Ihr seid noch nicht mal Sozialdemokraten. Was ihr seid? Eine Lobbypartei mittlerweile. Ihr wollt es ja auch ihr wollt es ja wirklich jedem wollt ihr ja auch in die Tasche euch begeben. Jedem wollt ihr glücklich machen. Das funktioniert nicht. Das hat schon die FDP versucht, die sowieso nicht weiß, was Liberalität ist. Das ist ja das Problem. Die auch nicht weiß, was neoliberal ist. Das ist noch viel schlimmer. Ich meine, wenn man noch nicht mal weiß, was das eigene Programm ist, da sollte man eigentlich sagen, da ist aber was jetzt richtig schief gelaufen. Denn, liebe Leute, neoliberal ist eigentlich die sozialliberale FDP, also damals unter Helmut Schmidt. Das war eine neoliberale FDP. Die derzeitige FDP ist eine altliberale FDP aller 20er Jahre. Machen wir doch die Märkte frei, das regelt sich alles von selbst. Jo, da bilden sich dann halt Monopole und Kartelle. Aber was soll's? Markt bricht zusammen, Kapitalismus siegt. Hey! Das ist leider so, dass bei der FDP eben die Lobbypolitiker sind und diese Lobbypolitiker absolut keine Ahnung haben. Also FDP und Grüne können sich, was die Ökonomie angeht, also die Wirtschaft angeht, wirklich die Hand geben. Die haben beide keine Ahnung. Beide Parteien sind absolut ahnungslos, was das angeht.
Die CDU ist stümperhaft, im besten Sinne stümperhaft. Und was die SPD angeht, ja, da weiß man echt nicht mehr. Also da bin ich jetzt mittlerweile überfragt. Das muss ich ehrlich sagen. Also Leute, ja. Das, ja. Ja. Ne, die Partei des kleinen Mannes, nö, das ist sie nicht mehr. Das war sie mal in den 70er Jahren, aber das ist lange her. Und was das bedeutet, eine Partei des kleinen Mannes zu sein, ja, da müsstet ihr erstmal den Schröderismus, den ihr da habt, von dem netten Herrn Gerhard Schröder, dem ehemaligen Bundeskanzler, der ja immer noch darum turnt und der ja immer noch für voll genommen wird, anstelle den Kerl schon längst aus der Partei auszuschließen. Aber das Verfahren hat ja auch nicht geklappt. Der ist ja auch noch fest verwurzelt. Das heißt, der hat ja auch noch seine Anhänger, die allen Ernstes glauben, dass der Scheiß, den er gemacht hat, dass das toll war. Er hat nämlich zu Armut geführt, der gute Mann. Im allerersten Mal haben wir in Deutschland Armut. Dank Herrn Schröder. Darf man nicht vergessen. Das hat der hingekriegt. Das hat der gute Mann hingekriegt. Also, ja, nun, so ein Herr, der immer nur Putin toll findet, für Putin arbeitet bei Gazprom, was will man da mehr? Ne? Was will man da? Da kann man ja nichts machen. Ja, und so poltern sie alle durch die Gegend. Grüne, FDP, SPD. Naja, ja gut, und die Linke, die Wagenknecht und Konsorten, die sind ja jetzt nur wieder dran mit ihren kommunistischen Ideen. Da kann man ja die Bude dicht machen. Die sind ja immer noch nicht erwachsen geworden. Die rennen ja immer noch dem Kommunismus nach. Und der hat nicht funktioniert und der wird auch nicht funktionieren, weil er einfach genauso wie der Kapitalismus scheiße ist. Muss man ganz klar sagen. Es sind beides Formen, die scheiße sind. Es wäre schön, wenn wir so eine neo-humanistische Wirtschaftsform hätten, zugeschnitten auf den Menschen, auf den Einzelnen. Aber das wird es wohl nicht mehr geben in diesem Leben. Das werde ich auch nicht mehr erleben. Ebenso wenig, wie ich glaube, dass wir noch auf dem Mond eine Basis errichten werden. Das glaube ich auch nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Von wegen im Jahr 2000 haben wir alle Hoverboards und haben eine Mondbasis und sind schon auf dem Weg zum Mars und fangen schon langsam an, hier Raumschiff Enterprise zu bauen. Das ist unter ferner Liefen. Kann man abhaken. Wenn solche Leute wie Bezos und Musk da durch die Gegend tappern, dann kann man das Ganze vergessen. Das sind ja keine Forscher, Zukunftsforscher. Das sind einfach nur, ja, die sind ja noch schlimmer als im Grunde. Die halten sich ja alle für Tesla, sind sie ja gar nicht. Sie sind kein Tesla. Sie sind weit unterm Tesla. Das ist also, nee. Nee, das ist alles. Naja. Ja, was wird schon lustig werden. Mit unserer Ampel, das wird schon lustig werden. Ich schätze, die FDP wird auch wieder ihren Senf dazugeben. Ja. Wir sind ja so ahnungslos, dass es echt weh tut. Aber naja, eigentlich könnte man jetzt nur eins machen. Man müsste einfach, wie gesagt, die Energiepreise festschreiben. Müsste sagen, hier, zack, das ist die Obergrenze. Alles, was da drüber von euch als Preis genommen wird, wird nicht genommen, wird nicht bezahlt. Und die Gewinne, die ihr jetzt über die Jahrzehnte eingefahren habt, Kohlepfennig etc., die schöpfen wir erstmal ab. Nicht Übergewinne, sondern die Gewinne schöpfen wir erstmal ab. Das heißt, ihr werdet jetzt richtig Steuern zahlen, zum allerersten Mal in eurer Unternehmensgeschichte und nicht mehr eure tollen Abschreibungen alle haben. Ne? Die müssten einfach mal das Steuerrecht, was sie derzeit haben, auch mal richtig anwenden. Aber das wird ja auch nicht gemacht. Wobei das ja auch mittlerweile so verwunschen ist, das ist ja mehr so eine
So eine never-ending Story, da, so ein, und das, das ist mehr die unheimliche Geschichte, nicht die unendliche Geschichte, sondern Steuern ist mehr so die unheimliche Geschichte. Ja, da könnte man zum Beispiel echt mal eine Reform machen, bei den Steuern. Ja, Steuern, Gebühren und Abgaben, da könnte man eine super Reform machen, aber lieber nicht, sonst könnte sich ja noch mal was verbessern und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keine Verbesserung. In diesem Sinne also bleiben wir auch weiterhin schön brav, gehen nicht auf die Straße, demonstrieren nicht, um Gottes Willen. Wir bleiben so, wie wir sind. Ich wünsche euch alles Gute, ne? Bleibt gesund, ne? Kriegt bloß kein Corona, das ist nicht lustig. Ne? Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal.